Wieso bin ich so schnell ins Bild gesprungen? Weil ich so schnell bin wie dieses Plate-Modell. Hier haben wir verbaut Trackpack 2. Und wenn ihr davon mehr mitbekommen wollt, einfach dranbleiben. Also, dieser Kunde mit diesem wunderschönen Model S Plate, neueste Version, sieht man gleich an den Bremssätteln, hat sich bei mir gemeldet und hat sich beschwert, ja, die Bremse ist nicht so potent wie die Beschleunigung des Fahrzeugs. Das Problem kennt ihr ja auch schon aus vielen Videos, dass einfach die serienmäßige Bremse nicht so funktioniert, wie sie sollte und zumindest nicht so standfest ist, wie sie eigentlich sollte, weil das Auto kann permanent superschnell beschleunigen, aber nicht oft genug superschnell runterbremsen. Ja? Das heißt, hier hat der Kunde sich am Anfang entschieden fürs Trackpack 1. Das heißt, das Bremsen-Upgrade mit mehrteiligen Bremsscheiben, Bremsflüssigkeit, Stahlflex-Bremsleitungen und Bremsbelägen natürlich, ganz wichtig. Und ist dann hergekommen, das war tatsächlich so, der ist dann hergekommen, hat gesagt, du Jarek, vielleicht müssen wir das verschieben, weil das Auto wummert plötzlich und hat irgendwie, macht ganz komische Geräusche. Sag ich, du, ja, okay, können wir machen, ich kann es mir aber mal anschauen. Gemacht, getan, Probefahrt gemacht und schon beim Rausfahren gemerkt, bei 50, 60 km/h, das wummert schon und du merkst so eine Unruhe im Fahrzeug, ja. Okay, gefahren, Autobahn, sage ich, ja, das brauchen wir nicht umbauen, weil irgendwas passt nicht und dann muss ich das Ding TÜV'en, macht keinen Sinn. Na ja, gut, sind wir hergefahren, habe ich mir überlegt, weißt was, lass mich doch mal kurz was checken, nimm dir eine halbe Stunde Zeit, trink kurz einen Kaffee mit deinem Sohn und warte so lang. Habe ich dann vorne erstmal die Räder runtergemacht, weil mir kam das so ein bisschen komisch vor, weil das kam ja von heute auf morgen so plötzlich. Ne? Und Räder runtergemacht, das erste Rad vorne links auf die Wuchtmaschine geworfen, 300 Gramm. Ich so, boah, okay, habe ich noch nie gesehen, denke ich, was ist jetzt los? Runtergemacht, neu gespannt, wieder gemessen, wieder 315 Gramm, glaube ich, waren es. Ja, okay, denke ich, das gibt es doch nicht. Habe ich extra eine andere Felge geholt, weil ich habe noch nie so eine riesen Summe gesehen an Unwucht. Habe ich gesagt, die Maschine hat einen Knacks oder so. Habe ich erst ein anderes Rad geholt, habe ich gemessen, passt. Habe ich rechte Seite vorne runtergemacht, glaube 15 Gramm oder sowas war daneben. Das kann doch nicht sein, weil Reifen sah nicht beschädigt aus. Rundlauf war tipptopp, also war richtig geil. Originale Wuchtgewichte waren ja drauf. Na ja, okay, dann habe ich gesagt, du, es liegt am Reifen, weil ich habe ein 21 Zoll Rad drauf gemacht, bin gefahren, alles geil. Dann habe ich gesagt, du, es wird wohl am Reifen oder Felge liegen, können wir schauen, aber Umbau können wir machen. Das ist ja geil, machen wir Umbau. Dann habe ich ihm abends noch geschrieben, habe ich den Reifen runtergemacht und ich hole kurz was. Das hier gehört eigentlich in den Reifen rein. Das ist dieser Schaumstoff von den T2-Kennungsreifen vom Plaid. Der ist quasi so im Reifen drin und vermindert oder absorbiert Geräusche. Er macht einfach den Schallraum kleiner. Und dieses Teil hat sich gelöst an einer Stelle, hat sich in einem, ja, im Eck des Reifens ist ja schwierig, es ist ja nicht eckig, aber in einem Teil des Reifens gesammelt, weil es dort halt keinen Platz mehr gab, sich zu verschieben. Und deswegen die ganze Unwucht. Rausgemacht, gewuchtet, geil. Andere Seite natürlich dann auch runtergemacht, Schaumstoff rausgenommen, damit die Gewichte gleich sind, weil das waren schon, also ich glaube, das waren dann 300 Gramm, 400 Gramm Schaumstoff. Also das wäre uncool, wenn man da so ein fast halbes Kilo unterschiedliche Reifenmassen hat. Rausgenommen, okay, geil. Kunde war so happy, hat er gesagt, weißt was, ich habe mir jetzt noch Geld gespart und keinen Garantiefall eröffnen müssen. Dann machen wir doch gleich Trackpack 2. Das heißt VMAX-Freischaltung auch noch dazu mit TÜV-Unterboden, diese Highspeed-Unterbodenbefestigung, damit euch nicht das Gleiche passiert wie hier in diesem Video. Der Jan wird es vielleicht verlinken können. Ist natürlich mitgemacht. Feinwuchtende Räder war ja sowieso schon Bestandteil, weil wir gesagt haben, wir checken gleich alles durch. Und das Auto war gestern beim TÜV, ist durch und hat quasi dieses Upgrade bekommen mit 322 km/h. Bremse in Stahl und alles mit TÜV. Ja? Und ihr seht ja hier, das Auto hat ja schon die roten Bremssättel. Da hat sich aber großartig nicht wirklich was geändert zu den schwarzen, außer dass die Farbe anders geworden ist. Ja, da haben alle immer gesagt, oh, da ist irgendwie ein krasser Unterschied. Ist es aber nicht. Da haben wir unsere Giro-Disc, die zweiteilige mit dem Alutopf und dem Stahlreibring natürlich. Die High-Performance-Bremsbeläge, die noch upgradebar sind. Also man kann die Belege, die drauf sind, nochmal upgraden. Die gehen dann, ich glaube, bis 1100 Grad. Und die haben wir gemerkt, bei den starken Bremsungen ab 900 Grad geht da nicht mehr viel. Scheibe hatte 950 Grad, aber nach dem Kaltfahren, 10 Kilometer,
kein Schlag, gar nichts und wieder Verzögerungswerte von 1,2G, also mega geil. Das haben wir jetzt natürlich vorne, hinten gepaart mit diesen Scheiben und Belegen. Stahlflex natürlich rundherum, Bremsflüssigkeit, die bis 280 Grad, glaube ich, eine Siedefestigkeit hat. Und nicht lang schnacken, wir gehen jetzt einfach eine Runde fahren, weil der hat natürlich auch noch eine Achsgeometrie-Einstellung bekommen mit anderen Werten. Und ich glaube, das wird sich ganz gut fahren. Ab geht's. Ja, was soll ich Großartiges sagen? Tesla Model S Plaid, knapp 3000 Kilometer mit einem Bremsen-Upgrade. Es fährt sich natürlich angenehm. Es ist, ich sage immer, so ein Pendant zum A6, RS6 vielleicht eher. Es ist einfach ein komfortables Reisefahrzeug mit zu wenig Bremskraft und Standfestigkeit der Bremse. Das Problem ist jetzt gelöst. V-Max ist natürlich auch angehoben. Und es wird nie ein Rennstreckenauto sein. Das will man auch mit dem Auto gar nicht. Also auch wenn man hier auf Sport fährt, ist es immer noch sehr sanft und sehr wobbly. Ich habe aber es geschafft, mit der Achsgeometrie-Einstellung das Auto vom Fahrverhalten ein bisschen neutraler zu gestalten. Das heißt, ihr werdet es gerade extrem merken, wenn ihr eine lange Kurve fahrt, dass das Auto viel stabiler in der Kurve bleibt. Also es zieht es nicht irgendwo nach außen oder so. Also es fährt sich wirklich angenehm. Eine Tiefverlegung von, ich sag mal, 10 bis 15 mm ist wirklich richtig positiv. Es wird zwar einen Ticken straffer vom Fahrverhalten, ja, das muss man sagen, bei 15 mm, aber durch den erhöhten Sturz fährt sich das Auto natürlich viel angenehmer. Der Schwerpunkt, klar, geht ein bisschen runter, ist jetzt vielleicht erstmal nicht so das tragende Teil, aber 15, 10 mm Tieferlegung mit einer anderen Achsgeometrie-Einstellung fährt sich das Auto wirklich bei Highspeed geil und das Auto kann halt Highspeed, weil das geht halt rucki-zucki. Das werden wir jetzt gleich feststellen, wenn wir hier ein Stückchen ballern gehen, dass das Auto einfach ruckzuck auf Geschwindigkeiten ist, wo das Fahrverhalten halt einfach passen muss. Ja. Das ist, ich sag's den Kunden immer wieder, da würde ich nie dran sparen, einfach ein bisschen anders einstellen, dann fährt sich's neutral, sportlich und ist wirklich, wirklich angenehm. Ja, in diesem Fall, die Bremse habe ich schon eingebremst, die ist also schon einmal richtig heiß geworden, danach nochmal natürlich frisch entlüftet, das musste machen, weil sonst ist das Pedalgefühl nicht geil. Und wie gesagt, die V-Max-Freischaltung natürlich auch mit TÜV, es ist dann so im Schein eingetragen. Könnt ihr auch nur mit in 21 Zoll mit einem bestimmten Reifen fahren und in 19 Zoll mit dem anderen Reifen. Das ist da auch möglich. Also ich habe die Freigabe auch für 19 Zoll Räder. In diesem Fall war das aber wurscht, weil er hat ja schon die 21 Zoll drauf. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn es ein bisschen interessanter wird zum Fahren. So, wir fahren jetzt mal hier durch den Kreisverkehr, schön schnieke durch. Daran merkt man natürlich kein geiles Fahrverhalten. Aber beim Rausbeschleunigen ist es angenehm. So, jetzt pacen wir hier weiter. Also das Auto ist auch was Spurrillen angeht, viel angenehmer zu fahren. Vorher ist er so hin und her getänzelt. Das habe ich dem Auto jetzt ausgemerzt. Es fährt sich deutlich angenehmer auf der Landstraße. Das ist kein Vergleich zu vorher. Die Bremse, das war jetzt vielleicht 20% Pedalkraft, die zieht halt auch gut rein und ist halt permanent die ganze Zeit. Ja. Und das ist halt, wie gesagt, viele unterschätzen das immer, was es für ein Zusammenspiel ist. Es ist nicht nur ein geiler Reifen oder irgendwie ein geiles Fahrwerk oder geile Fahrwerkskomponenten, sondern am Ende diese Justage, dieses Zusammenspiel, dieses Zusammenfügen der Sachen. Ja, weil wenn ich jetzt hier fahre mit einer hohen Geschwindigkeit und die Straße ist uneben, man merkt es ja auch durchs Fahrwerk, dass es gut weitergegeben wird, aber das Auto kannst du halt mit zwei Fingern fahren, ja, oder eigentlich sind es vier Finger, an jeder Hand zwei Finger. Und vorher war das halt echt, du musstest so mindestens eine ganze Hand dran machen, weil der wollte halt immer tänzeln und das macht er jetzt nicht, trotz Niederquerschnittsreifen, ja, mit den 21 Zöllern. Und das ist einfach super angenehm jetzt zu fahren. Und ist kein Vergleich zu vorher. Vorher wirklich nervös. Viele sagen, ja, das ist ja agil. Nee, dieses langweilige, komfortable Fahren, das ist das, was euch schnell macht. Weil ihr fahrt ja viel entspannter, ja. Das mag sein, dass es sich nicht so zackig anfühlt, aber das bringt euch gar nichts, wenn ihr mit schwitzigen Händen nach Hause, daheim ankommt. Weil wie gesagt, das ist kein Rennwagen. Das ist einfach eine Reiselimousine mit Bums. Ja, jetzt natürlich auch mit Bremsbums und
das macht diese Achsgeometrie aus und der Kunde wird super happy sein, das weiß ich, weil das fährt sich einfach super angenehm. Das Auto tänzelt nicht. Also auch der Beifahrer wird es merken, dass ihr nicht so irgendwie hin und her fahrt oder viel korrigieren müsst, sondern einfach fahren könnt. Ja? Und jetzt fahren wir noch ein Stückchen auf die Autobahn und dann gucken wir, wie der Hobel so geht, bevor es dann schöne Aufnahmen gibt. So, jetzt fahren wir zügig hier die Kurven. Reifen ist noch nicht super warm. Können dabei noch das Handy lautlos machen. Die Bremse funktioniert einwandfrei. So, und jetzt ziehen wir raus. Auto fährt sich grandios und die Bremse, auch jetzt, wenn ich reinbremst, merkst gar nichts an Vibration, gar kein Fading, nichts. Das Ding bremst einfach. Und wenn du ein bisschen gebremst hast, dann zieht das Ding noch krasser rein. Also die Bremse ist wirklich mit diesem Straßenbelag, nenne ich jetzt mal, sowieso schon richtig gut. Und dann kann man noch upgraden mit einem Belag, der, ich sag mal, noch bissiger ist, aber zu Geräuschen neigt oder zum Quietschen und auch nicht so diesen hohen Anfangsbiss hat. Und das ist bei diesem Belag halt mega gut, weil da hast du auf jeden Fall Bremsperformance schon, wenn du losfährst, relativ gut und hast dann bis zu einer gewissen Temperatur geiles Bremsverhalten. Und das ist einfach für den Belag tippitoppi. Also wir sagen jetzt, hier ist unbegrenzt, hier werden wir jetzt gleich einmal rauspfeffern und dann gibt es ein paar geile Carporn-Bilder. Viel Spaß! Und dann werden wir einmal ein bisschen bremsen gleich. Also Leute, ihr habt ja gesehen, die Karre geht super geil vorwärts, bremst auch richtig gut, also verzögert richtig heftig. Das war jetzt im Video circa 50, 55, 60% Pedalkraft, mehr war das nicht, also da war auf jeden Fall noch Luft. Und das kannst du halt die ganze Zeit machen, das ist das Geile, du merkst auch nichts im Pedal, Druckpunkt bleibt richtig, richtig knackig. Und ich würde sagen, bevor es schöne Bilder vom Fahrzeug gibt, die der Jan geschossen hat, vergesst nicht, erstmal Kanal abonnieren, dann den Kanal und das Video teilen, damit noch viel mehr Elektroenthusiasten auch diese Videos sehen, liken und kommentieren nicht vergessen. Am besten noch mit Glocke, dann kriegt ihr jedes neue Video mit. Die nächste Zeit wird richtig interessant für viele Plate-Fahrer genau und auch noch für andere Marken, aber da lasst ihr euch mal überraschen. Und in diesem Sinne viel Spaß beim leisen, schnellen Fahren. Und hoffentlich mit Upgrade-Bremse beim Plate, denn sonst macht es nicht wirklich Spaß. Ciao. Got a check and I bought myself a place. They get some money and they blow it on babe. I don't flex, but I'm pushing all the way.